Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SpongeBob Schwarmkopf Schlacht um Bikini Bottom. Ja, ich habe mir gerade mal eigentlich kaputt gemacht. Ich habe letztens hier extra nochmal 30 Pfannenmänner gesammelt, weil ich hatte keinen Bock auf Rock Bottom da hinten. Ich möchte lieber nach Sand Mountain. Denn das ist wirklich eine tolle Map. Also, es ist nach SpongeBobs Traumwelt mein Lieblingswelt. Sucht euch aus, wie ihr es nennen wollt. Der Sandberg. Meereslebewesen gehen dorthin, um einen Nachmittag voller Stürze zu genießen. Und ich sehe schon, es wird ein kleines Thaddeus, Problem. Bin ich froh, dass du hier bist. Ich muss mir noch mal deine Zahnbürste ausleihen. Was? Was? Du hast sie schon mal benutzt? Oh ja, schon oft. Ich dachte mir, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Gut, ach, was reg ich mich auf? Ich bin sowieso ein Wrack. Ich wollte nur ein paar Entspannungsübungen machen, um mich von diesem Roboter-Chaos zu erholen. Und jetzt ist alles dahin. Wegen einer Zahnbürste? Nein, wegen diesen blöden Robotern. Sie haben die Skipisten erobert. Wie soll ich Skifahren, wenn diese hässlichen Dinger jeden verprügeln? Hör zu, SpongeBob, du musst mir helfen. Ich hab halt nicht mehr alle Murmeln beisammen, wenn ich nicht ein wenig Ruhe finde. Ich habe festgestellt, dass man seine Murmeln nicht mehr so oft verliert, wenn man sie in einen Beutel steckt. Ich hab meinen hier. Er ist wunderschön bestickt mit... SpongeBob, halt die Fresse! Vergiss die Murmeln! Ich hab eine bessere Idee. Wenn du die Roboter am unteren Ende jeder Piste beseitigst, gebe ich dir einen dieser goldenen... Tja, ich weiß nicht. Der Riesenspaß, den Murmeln machen, ist schwer zu übertrumpfen. Du brauchst diese Pfannenwender. Okay, okay. Ich gebe dir einen pro geräumter Piste. Also, das ist mal ein Angebot. So, wie steht's denn aktuell mit meinem... Ja, gut. Reicht gerade so. Genau meine Größe. So, einmal. Oh, dafür gibt's eine Socke. Tja, euer Sandmann ist leider tot. Sorry. Patrick sollte mal wieder waschen. Jaut! Bang! Man nennt mich auch Schwamminator. Das waren mal schöne Frame Drops. Mau! Hi, Gary. Ich weiß nicht, ob ich hier so hoch kommen soll. Ich bin aber so hoch gekommen. Und da sehe ich noch einen goldenen Pfannenwender und dafür brauche ich auch wieder glänzende Objekte. Ach ja, hier hat man viel Geld ausgegeben. Sandy? Wo kriege ich denn Sandy her? Frisch wie eine Frühlingsbrise. So, erstmal der Hund weg. Soll ich hier hin? Kann ich hier hin? Ich kann hier hin. Hier gibt's Socken. Noch ein Pfund für Patrick. Autsch! Das tat weh. Okay, das ist Piste 3. Ich will das natürlich der Reihenfolge nachmachen. Ah, und da ist der Boss-Stopp für Sandy. Bringt mich jetzt überhaupt hin? Was du nicht sagst. Tja, es muss einen Weg nach oben geben. Verstehe. Achtung, Eichhörnchen im Anflug! Und los geht's. Man sieht da sogar schon den Haken, den man später verwenden soll. Und... los! Ah, das kriege ich mit Leichtigkeit hin. Los geht's! So, und da hinten ist Piste 1, dann gehen wir da direkt mal hin. Hurra! Ja, und die Sandpiste, vielleicht kennt man die aus den damaligen SpongeBob-Folgen noch. Ihr werdet gleich sehen, warum ich sie mag. Ich habe ja schon oft über dieses gesprochen. Der Guppy-Hügel, denn wie man erkennen kann, soll man hier runterrutschen.
Howdy, Mrs. Puff. Na, wenn das mal nicht Sandy Cheeks ist. So. Ah, weg, 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 weg. So will ich nicht sterben. Howdy, Mrs. Puff. Wahrscheinlich brauche ich jetzt SpongeBob. Das kann ich mir Meine nicht vorstellen. Erfrischung. Und kaputt machen. Schack. Ich muss mich auch mal informieren, wo man solche glänzenden Objekte farmen kann. Geschenke öffnen ist klasse. Weil davon brauchen wir, wie gesagt, noch sehr viele. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Dass ich die noch bekommen habe, ist ein Wunder. Freut sich sicher, das zurückzubekommen. Okay, ich sollte hier auch mal mit Sandy runtergehen. Immerhin gab es da offensichtlich was für sie. Okay, ich habe mich richtig entschieden. Ich sollte mal wieder waschen. Aber ich habe halt Spaß bei diesem Level. Ich weiß noch, früher hatte ich da immer übel verkackt, weil ich nicht gut war. Na! Wow, das war knapp. Oh, meine Größe. Autsch. Noch ein Pfund für Wie ich jede Socke hier einfach mit riesigem Glück bekommen habe. So, ich habe noch ein Leben, wenn mich nicht alles täuscht. Darum einfach mal schnell machen. Nicht töten. Mann, das war knapp. Das war sehr knapp, aber ich muss eh noch mit Sandy hier runter scheinbar. Man muss die Pisten sowieso zweimal machen. Ja, so geht's natürlich auch. So. Dann gehe ich wieder hoch. Nehme mir Sandy zur Hand. Howdy, Miss. Sollte sie nicht noch eine zweite Mission bezüglich Zeit geben? Da bin ich mir sehr sicher. Ich bin diesen Hügel schon 100-mal runter, meistens rollend. Diese Rotznasen finden es lustig, mich zu schubsen. Das ist nicht Aber sehr wenn nett. Wenn du meine Zeit den Hügel hinunterschlagen kannst, gebe ich dir einen goldenen Pfann. Ja, komm, nehmen wir da an. Ich habe 70 Sekunden. Schade, ich dachte, das würde funktionieren. Ich wollte direkt so richtig krasse Abkürzungen nehmen. Schade, ich dachte echt, es funktioniert. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin. So, ich nehme den Weg hier. Nimm das! Das hat mich jetzt eine Sekunde gekostet. Sollte ich aber haben, würde ich mir behaupten. Obwohl, wie lange geht's denn noch? Ach gut, das kriege ich hin. So, dann gehe ich mal wieder zurück und hole mir meinen Pfannenwender und gehe dann direkt noch ein drittes Mal runter. So, einmal Pfannenwender. Herzlich.
Ja, und vielleicht seht ihr auch, warum ich diese Map so mag. Und SpongeBob ist irgendwie wenig buggy. Haja! So, Sandy rutscht mit einer Muschel hier lang. Auch sehr nice. Das sah aus, als ob es weh tat. In jedem steckt ein Gewinn. Ich hoffe, die kann. Als ob das der einzige Grund für das Existieren war. Ja. Okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Und dann gucken wir mal eben unseren aktuellen Zwischenstand. Ja, oben auf der Hütte besiegt die Roboter auf dem Guppi-Hügel. Schlagen müssen Passzeit. Ich habe doch schon einen Sandmann definitiv kaputt gemacht. Na, was soll's. Gehen wir jetzt eben zu Numero Dosso. Wenn der Ladebildschirm mich lässt. So, ich habe diesen Sandmann doch definitiv kaputt gemacht. Ja! Ah gut, was soll's. Not me problema. Es geht doch nicht über Seilsport, um in Schwung zu kommen. Wie viele Socken habe ich denn überhaupt? Und genau gesagt, wie viele gibt es hier? Der Flunderhügel. Hallo, Sandy. Hey, Kumpelblase. So, es gibt hier 10 Socken. Alles klar. Okay, dann los geht's. Geschenke öffnen ist klasse. Oh, wie funkelnd. Na, war es der richtige Weg? Nee, ja, es war egal in dem Fall. Und ich verkack's direkt, weil ich da was gesehen habe und nicht aufpasse, wo ich hinfahre. Super. Ah, und ich habe was gesehen. Das ist also der Weg, den ich vorhin meinte. Der mich abgelenkt hat. Mit Checkpoint? Okay. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ich glaube, ich werde bei den hier Sandmännern, Schneemännern definitiv also nachgucken müssen, wo alle sind. Sie hat von Bikini Bottom 3 Jahre in Folge. Vielen Dank. Autsch. Gut, dass ich genug Leben habe. Nennt mich auch Schwamminator. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Also, dass es hier Checkpoints gibt, finde ich schon mal sehr interessant. Gab es hier in der letzten Map nicht. Heißt das, es gibt auf dieser gesamten Map verteilt 8 Schneemänner? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Scheint zumindest so.
Das ist natürlich sehr eklig, weil hier 60.000 Wege sind. Und da unten ist das Ziel. Ich habe nur die Hälfte. Das war überaus knapp. Oh, Tatarsoßenmann. So, ich weiß auch schon, welche Map wir nach dieser hier machen werden. Ich habe beide gleichzeitig getroffen. Auch schön. Ne, das, was wir danach machen werden, ist... Autsch. Das machen wir auch. Ne, die Heldenhöhle. Und gehen wir wieder nach oben. So, versuchen wir noch drei weitere Schneewinder zu finden. Ich fliege wie der Wind und gleite wie eine Meeresbiene. Wenn du meine Zeit den Hügel hinunterschlagen kannst. Ja, nehmen wir an. Wir haben 110 Sekunden. Los geht's. Und jetzt müssen wir auch gleichzeitig versuchen, alle Schneewinder zu finden. Und da sehe ich auch schon einen. Autsch. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ich glaube, es könnte aber schwer werden mit allen Verbleibenden. Und verkackt. 7. Ich hatte 7. Scheiße. Ich bin gespannt, wie viel mir jetzt noch wieder fehlen. Alle sind weg. Ach du Kacke. Na gut, dann machen wir mal einen auf super vorsichtig. Ja, ich versuche so viele Schneemänner wie möglich zu finden. Ich kann diese Mission jetzt schon nicht leiden, sage ich mal so ganz offen raus. Vor allem, weil ich da sowieso zwangsläufig runtergekommen wäre. Ja, super. Da wollte ich nur Zeit einsparen. So, Nummer 3. Vor allem, ich hätte nicht gedacht, dass Thaddeus derjenige ist, der sowas hier macht. Der will sich ja hier entspannen. Ich finde die Anime Speedlines übrigens sehr schön. So, 4 haben wir. Hoch, runter, runter. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Autsch! So, sorry, dass ich so wenig rede. Ich bin gerade halt hoch konzentriert. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So. Und rein da. Muss es nochmal machen. Hier fehlen noch 2 Schneemänner, mein Guter. Sandmänner, Schneemänner, was auch immer.
frisch wie eine Frühlingsbrise. Rackbade, hat man im Hintergrund gesehen. Nimm das. So, diesmal geht's rechts lang. Damit habe ich dann auch alle. Die einzige Frage, was bringt es mir? Ich habe jetzt alle Schneemänner gefangen, schön und gut. Was bringt es mir im Prinzip? Und noch eine andere Frage. SpongeWob, denkst du, deine Zunge tut das gut? Ja, wir sind gleich da, hoffe ich. Bikini Bottom! Ah, Bikini Bottom! Eine wunderbare kleine Metropole! Mann, Patrick! So, gut, das habe ich. Schlagkumpel auf Zeit, reisen wir direkt hin. Ich fliege wie der Wind und gleite wie eine Meeresbiene. Wenn du meine Zeit den Hügel hinunterschlagen kannst, gebe ich dir einen goldenen Pfeil. So, musste kurz was anhören, aber dann machen wir das eben. Los geht's. Autsch! Okay, das hat mir eine Sekunde gekostet. Oder zwei. Aber nicht schlappern, wir gewinnen das. Wir machen das schon. So, damit habe ich die Sekunden wieder weggeholt. Und jetzt habe ich mich nicht ein einziges Mal betreffen lassen. Na, das ist ja was. Schöne Voraussetzungen. Unterhose. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ja, das ist auch gut so. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Noch 40 Sekunden. Na komm, das kriegen wir hin. I believe in you, Spongy. Geschenke öffnen ist klasse. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Kapaui! Autsch! Autsch! Das wird knapp. Das wird sehr knapp. Okay, wir haben es. Dann fehlen uns ja nur noch 3 Pfannenwender in dieser Welt. Einmal der hier. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Und dann gehen wir mal zu Piste Nummer 3. Piste 3 ist dort drüben, dann gehen wir da mal schnell hin. So, einmal bezahlen bitte.
Es ist Sonntag. Und die dritte Map ist... Na, welche ist das? Der Sandberg. Ganz stumpf. Niemand ist schneller als ich. Meine Zeit auf dieser Piste ist un... Ja gut, dann machen wir halt die Zeitherausforderung als allererstes, ne? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Warum nicht? So, ich habe eine Socke, das ist schon mal was. Ich sollte mal wieder waschen. Und SpongeBob trägt mittlerweile 32 Socken von Patrick rum. Darüber würde ich mir mal Gedanken machen, Spongy. Und verkackt. Machen wir das Ganze nochmal. Niemand. Nein! Letztes Mal hat es auch geklappt. Mano. Judy, dann einem aller guten Dinge sind drei. Komm, Lobster. So, 10 Sekunden mehr als vorher. Man nennt mich auch Schwamminator. Nein, tut man nicht, Frontshop. Das sagte ich hier schon oft genug. Hör auf, das zu denken. Ich spring da einfach drüber. Es reicht ein Sprung, du Idiot. Was? Bitte was? Den Tod möchte ich nicht akzeptieren. Ja, den muss ich akzeptieren, aber ich möchte ihn nicht akzeptieren. Niemand. So, aber diesmal habe ich, glaube ich, ein wenig mehr Zeit rausgeholt als vorher. Geht doch. Und da oben war eine Socke, die, da komme ich scheinbar nur mit Sandy ran. Es glänzt. So, dafür haben wir hier noch eine Socke. Und ich weiß echt nicht, wie weit ich noch vom Ziel entfernt bin. Geschenke öffnen ist klasse. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt ein wenig ranhalten. Nope, diesmal sterbe ich daran nicht. Und ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ne. Safe net. Obwohl, ich habe hier nochmal eine kleine Abkürzung genommen. Ich habe es tatsächlich geschafft. Es war knapp, aber ich habe es geschafft.
Ich werde wieder mit Raketen beworfen. Autsch! Autsch! Doppel-Autsch! Tschüssi, ich hole meine Pfannenwender. Glückwunsch! Ich hab dir aber nur knapp geschlagen, mein Guter. So, nochmal kurz ein paar Teile nehmen. Und dann holen wir uns auch noch den letzten Pfannenwender aus dieser Welt. Schön, da hat wirklich ein Part dafür gereicht. Ich dachte, es braucht länger. Weil ich in meinem ersten Spielen vor ewigen Jahren mehrere Stunden hier reingesessen habe in dem Level. Erstmal nach da oben. Plankton. Hallo, mein liebster Freund auf dieser Welt. Ich habe noch einen goldenen Pfannenwender für dich gefunden. Oh, Junge, kann ich den haben? Klar, wenn du dich in diese Grube stürzt. Geht es nicht auch sicherer? Was habt ihr Leute immer mit eurer Sicherheit? Vermutlich könntest du einen Bungee-Sprung machen. Ja, ich möchte das bezahlen. Vor allem danke, dass ich mich umbringe. Du brauchst mich, damit ich dir helfen kann. Ich will es nur mal sagen. Boing. Wuhu! Und damit haben wir so gut wie alles im First Try geschafft. Also gut, damit verabschiede ich mich dann von dem heutigen Part. Haut rein, habt einen schönen Tag. Auf Wiederhören!